Mein erster eigener Computer war ein MacBook Pro. Das war 2009 und seitdem habe ich ausschließlich MacBooks benutzt, bis ich dann letztes Jahr aufgrund der Leistung zum Mac Pro gewechselt habe. Doch jetzt ist 2021 und Apple hat das MacBook Pro grundlegend überarbeitet und in jedem Punkt verbessert. Es ist crazy schnell, hat ein atemberaubendes Display, mehr Anschlüsse, eine bessere Akkulaufzeit und verdammt gute Lautsprecher. Und das ist nur ein Teil von dem, was ich euch über das neue MacBook Pro zu sagen habe, denn ich habe den Mac Pro durch einen 16 Zoll MacBook Pro mit M1 Max Prozessor ersetzt und nutze das Ganze im Alltag, und in diesem Video erfahrt ihr alles, was ihr über dieses Monster wissen müsst. Viel Spaß! Ich fühle den Weg, den Apple in letzter Zeit einschlägt, was das Design angeht. Es ist offensichtlich, dass sie sich von alten Produkten aus dem eigenen Portfolio inspirieren lassen und ein Retro-Design modernisieren. Gerade im Vergleich zum Vorgänger sieht man gut den Unterschied. Das neue MacBook Pro ist nicht mehr so scharfkantig, sondern hat weiche Rundungen. Im Vergleich zum Vorgänger ist es so viel ergonomischer und angenehmer in der Hand zu halten. Und ja, ich weiß, was ihr denkt. Dieses MacBook ist viel dicker geworden. Die Realität sieht aber anders aus, denn es ist nur minimal dicker geworden, aber es wirkt deutlich stärker, weil das MacBook jetzt gerade Flächen hat und nicht mehr wie der Vorgänger zu den Kanten hin abgeflacht wird. Nachdem Apple 2016 alle Anschlüsse rausgeworfen hat und durch USB-C-Ports ersetzt hat, haben sie glücklicherweise auf die Kunden gehört und die wichtigsten Anschlüsse zurückgebracht. MagSafe ist zurück, der SD-Karten-Slot ist zurück und HDMI ist ebenfalls zurück. Auf letzteres hätte ich für meinen Teil zwar verzichten können, denn den Anschluss benutze ich nie und technisch kann er nicht mehr als die Thunderbolt-Ports, und noch weniger verstehe ich, warum das kein HDMI 2.1 ist, denn damit wären 8K 60 und 4K 120 möglich. Der SD-Karten-Slot wiederum ist für mich ein Segen, denn ich nutze regelmäßig eine SD-Karte, um Fotos aufzunehmen, und mein Audio-Recorder nimmt ebenfalls auf eine SD-Karte auf. Jetzt brauche ich dafür keinen Adapter mehr, den ich im Zweifelsfall noch vergesse, sondern habe alles Wichtige direkt im MacBook eingebaut. Das gleiche gilt für den MagSafe-Anschluss. Früher habe ich den mega geliebt und ich bin happy, dass er endlich zurück ist. Darüber wird das MacBook geladen und vor Stürzen geschützt, denn der größte Vorteil vom MagSafe-Anschluss ist, dass er sich löst, sobald man über das Kabel stolpert und nicht gleich das MacBook auf den Boden reißt. Apple ist aber nicht nur bei den Anschlüssen einen Schritt zurückgegangen, denn im gleichen Zug haben sie die Touchbar rausgeworfen und durch klassische Funktionstasten ersetzt. Ich für meinen Teil fand die Touchbar zwar cool, habe mich aber nie dran gewöhnen wollen, weil sie so inkonsequent im Mac-Lineup eingesetzt wurde. Daher habe ich die Touchbar nicht eine Sekunde vermisst. Aber auch so wurde die Tastatur verbessert. Der Druckpunkt ist etwas weicher geworden, aber trotzdem gleichzeitig präziser als beim Vorgänger. Neu ist die schwarze Hinterlegung der Tasten, und das führt bei mir dazu, dass ich weniger die Tasten, sondern mehr den Buchstaben selbst wahrnehme. Das Erlebnis, auf der Tastatur zu schreiben, ist klasse und es ist die beste Tastatur, die Apple in einem Produkt eingebaut hat. Nicht unerwähnt bleiben sollte daher auch hier die technische Umsetzung von der schwarzen Hinterlegung. Das Aluminiumgehäuse wurde perfekt schwarz eloxiert und es ist unmöglich, einen Übergang zwischen Alu und Schwarz zu sehen. In Sachen Materialfertigung ist das ganz großes Kino. Sprechen wir jetzt aber über das Offensichtliche, die Notch. Nicht in erster Linie, aber auch, denn beim Thema Display kommen wir da nicht drum herum. Das MacBook gibt es mit 14 und 16 Zoll, in Realität ist das Display aber jeweils 0,2 Zoll größer und die Displayränder sind deutlich dünner geworden. Es ist aber noch lange nicht alles, denn in jedem Punkt wurde das Display verbessert. Es ist ein Liquid Retina XDR Display, sprich technisch ist es identisch mit dem 5000 Euro Pro Display XDR und dem Display im aktuellen 12,9 Zoll iPad Pro. Dieses Display ist ein Traum. Die Farben sind super akkurat und die Mini-LED-Technik sorgt dafür, dass die Schwarzwerte wirklich tief schwarz sind und dadurch das Bild knackiger aussieht. Mini-LED ist eine super coole Technik, denn die Hintergrundbeleuchtung vom Display besteht aus ganz vielen kleinen LEDs, die je nach Bedarf komplett ausgeschaltet werden können
können und so ein richtig schwarzes Bild anzeigen. In der Stärke liegt aber gleichzeitig auch die Schwäche, denn die einzelnen LEDs können dazu führen, dass kleine Elemente auf einem schwarzen Hintergrund einen Blooming-Effekt haben. Das ist das einzige Problem und bei meinem Pro-Display sieht man das teilweise, weil es nicht so viele LED-Zonen hat. Das MacBook-Display hingegen hat deutlich mehr LED-Zonen und dadurch ist mir im Alltag dieser Blooming-Effekt noch nicht aufgefallen. Es ist ein Liquid Retina XDR Display und das bedeutet, dass dieses Display HDR unterstützt und in Peak-Situationen bis zu 1600 Nits hell werden kann. Das ist verdammt hell und HDR-Content sieht verdammt schön aus. An der Stelle muss ich aber deutlich erwähnen, dass Apple bei der Präsentation auch gelogen hat und auf der Webseite sorgen sie für noch mehr Verwirrung. Angeblich wird dieses Display auf ganzer Fläche durchgehend 1000 Nits hell. Das wäre doppelt so hell wie beim Vorgänger und ich habe mich so sehr darauf gefreut. Die Realität ist aber, dass 1000 Nits trotzdem nur bei HDR-Inhalten erreicht werden und man ganz normal im Betriebssystem und in seinen Programmen weiterhin maximal 500 Nits Helligkeit bekommt. Bei einem Laptop, mit dem man unterwegs ist, wo man teilweise mit Licht und Spiegelungen zu kämpfen hat, verstehe ich absolut nicht, warum die 1000 Nits nicht einfach genutzt werden können. Klar würde darunter der Akku leiden, aber bei einem Profigerät sollte das trotzdem möglich sein. Es könnte zum Beispiel einen Overboost-Modus in den Einstellungen geben, der einen extra auf einen erhöhten Akkuverbrauch hinweist. Apple, bitte gebt mir die Option einfach, zumal ihr es auf der Keynote so unmissverständlich ausgedrückt habt. Für mich sind 500 Nits unterwegs einfach zu wenig und das ist für mich auch mit Abstand der größte Kritikpunkt an diesem MacBook. Puh, okay, das musste einfach raus. Es gibt aber noch eine weitere Neuerung, die mich bei der Vorstellung sehr gefreut hat, denn dieses MacBook-Display unterstützt ProMotion mit bis zu 120 Hertz. In Smartphones ist das mittlerweile weit verbreitet und das iPhone 13 Pro hat auch endlich ein solches Display bekommen, aber auf dieser Größe, in diesem Laptop, ebenfalls dieses Feature zu haben, ist ein Traum. Wenn ich in Final Cut Pro an meinem Video sitze und durch die Timeline scrolle, ist alles butterweich und wenn ich durch die Dateien scrolle, sieht alles flüssiger aus. Ich liebe es. Da ist es nur unverständlich, warum das noch nicht alle Programme unterstützen. Safari und Pages zum Beispiel laufen noch mit 60 Hertz. Gerade bei Safari verstehe ich das wirklich nicht, denn dieses Programm nutzen wahrscheinlich 99% der MacBook-Nutzer und diese würden direkt von dem Feature profitieren. Trotzdem, im Gesamten bin ich von dem Display begeistert und verglichen mit dem Vorgänger wurden hier richtig gute Fortschritte gemacht. Ein Punkt, der häufig übergangen wird, sind die Lautsprecher und das, obwohl sie seit Jahren in den MacBooks wirklich verdammt gut sind. Doch Apple hat auch im neuen MacBook Pro die Lautsprecher noch weiter verbessert, aber nicht nur so ein bisschen, sondern extrem. Erstmalig hat Apple nämlich 6 Lautsprecher im MacBook Pro verbaut und ich benutze die täglich. Wenn ich unterwegs bin, beispielsweise schneide ich darüber meine Videos und da muss ich einfach jedes kleine Detail hören und auch ansonsten Musik hören und Videos schauen darüber, das kann man definitiv machen. Sie sind viel, viel lauter als im Vorgänger, klingen detailreicher, haben stärkere Bässe und allgemein ein größeres Volumen, was einfach dazu führt, dass die Sound Experience wirklich atemberaubend ist. Unter uns gesagt, ich kenne keinen anderen Laptop, der auch nur ansatzweise vergleichbare Lautsprecher wie die aus dem MacBook Pro hat. Das gleiche gilt übrigens auch für das Mikrofon, was zum einen für Meetings und Calls verdammt wichtig ist, aber man kann auch viel mehr damit machen. Man könnte zum Beispiel Videos aufnehmen damit. Glaubt ihr mir nicht, meine ganzen letzten Videos wurden mit dem MacBook Pro Mikrofon aufgenommen und soll ich euch was sagen, auch dieses Video wurde 100% mit dem internen Mikrofon vom MacBook Pro aufgenommen und mehr muss ich dazu glaube ich nicht sagen. Ich meine, ihr könnt den Ton die ganze Zeit jetzt hier in diesem Video hören und er ist komplett unbearbeitet, einfach nur mit dem internen Mikrofon vom MacBook Pro. Ich finde das total beeindruckend und es ist vor allem praktisch, wenn ich unterwegs bin, weil da muss ich nicht mein ganzes Audio-Equipment mitnehmen, sondern kann einfach mit meinem Laptop, den ich sowieso immer mit dabei habe, meine Voiceovers aufnehmen. Jetzt geht es aber zum Kern von diesem MacBook und das ist der neue M1 Max Chip.
Boah, das ist ein Monster. Diesem Chip habe ich zu verdanken, dass ich den Mac Pro durch diesen Laptop ersetzen konnte, der nicht nur billiger ist, sondern mehr Leistungen hat, den ich überall nutzen kann und um ein Vielfaches effizienter ist. Lasst mich das genauer erklären. Das MacBook Pro gibt es mit dem M1 Pro und M1 Max Chip und beide basieren auf dem M1 und wurden um ein paar Kerne erweitert. Nehmen wir die Chips im Vergleich. Der M1 hat 8 CPU-Kerne, 4 davon sind besonders sparsam und die anderen 4 sind auf Performance ausgelegt und eine Grafikeinheit mit 8 Kernen. Sowohl der M1 als auch der M1 Max haben 10 CPU-Kerne, davon sind aber nur 2 besonders sparsam und die anderen 8 Kerne sind auf Performance ausgelegt, sprich es gibt doppelt so viele Performance-Kerne wie im normalen M1. Die Unterschiede bei den beiden Chips sind dann bei der Grafikeinheit. Der M1 Pro hat 16 GPU-Kerne, also doppelt so viele wie der M1 und der M1 Max hat 32 GPU-Kerne, sprich nochmal die doppelte Menge wie im M1 Pro und viermal so viel wie im Standard M1. Das Coole bei ARM-Chips ist, dass man diese linear skalieren kann, sprich die doppelte Anzahl an Kernen bedeutet die doppelte Leistung oder im Fall vom M1 Max die vierfache Leistung. Ich habe hier das MacBook Pro in der bestmöglichen Konfiguration, das bedeutet M1 Max 64 GB Unified Memory und eine 8 TB SSD. Mehr geht nicht und ich wüsste nicht, wofür ich jetzt in diesem Moment mehr brauchen würde. Natürlich geht immer mehr und ich freue mich, wenn die Geräte noch schneller werden, aber ich kann mit diesem MacBook hier alles machen. Wirklich alles. Über irgendwelche Alltagssituationen muss man hier nicht sprechen, da läuft alles. Hier geht es um die Alltagssituation für Profis und da ist die Realität, dass viel Leistung gebraucht wird. Letztens war ich zum Beispiel bei Steffen Jahn zu Besuch. Er ist Fotograf und ich habe ein Video gemacht, wo er das MacBook getestet hat. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, holt das auf jeden Fall nach, weil es ist mega spannend. Ich persönlich kann in erster Linie aus Sicht von einem Videomaker berichten, der den ganzen Tag mit Final Cut Pro arbeitet und hin und wieder Lightroom und Pixelmator Pro verwendet. Und ich liebe die Performance von diesem MacBook Pro. Alles läuft viel flüssiger und viel schneller als noch beim MacBook Pro und auch die Reaktionszeit fühlt sich eben so an, als ob alles deutlich schneller anspricht und das liegt definitiv nicht nur an dem 120 Hz Display. Noch relevanter ist aber, dass ich endlich das interne 4K-Footage von einer Sony-Kamera flüssig schneiden kann, ohne dass vereinzelt kurze Ladezeiten auftreten. Ich habe mir extra auch eine Sony Alpha One besorgt. Die kann 8K aufnehmen und ich wollte wissen, wie gut das klappt. Und ob ich 4K oder 8K Footage in meiner Timeline habe, interessiert das MacBook überhaupt nicht. Richtig verrückt ist aber, wenn man Plugins verwendet, denn teilweise geht dadurch die Performance richtig in den Keller. Nicht aber mit diesem MacBook, denn ich kann damit alles machen. 8K Log Footage in der Timeline, eine LUT draufgepackt und dann noch ein Plugin, mit dem ich einen Vintage- und Cinema-Look digital nachstellen kann. Dieses MacBook hat damit keine Probleme, selbst wenn ich den Viewer auf höhere Qualität gestellt habe und bisher war sowas einfach undenkbar und jetzt ist es in diesem dünnen Laptop einfach so möglich. Ehrlich, ich bin begeistert. Ich will in Zukunft auch noch andere Creator besuchen, die nicht direkt mit Videoschnitt etwas zu tun haben, sondern auch aus anderen Bereichen kommen. Das heißt, wenn ihr Ideen und Fragen und alles habt, schreibt es einfach unten rein in die Kommentare, denn nur so können wir dafür sorgen, dass wir gemeinsam rausfinden, was dieses MacBook Pro wirklich drauf hat. Soll ich euch noch mehr verrückte Facts über dieses MacBook erzählen? Es ist egal, ob man es mit Netzteil oder im Akkubetrieb verwendet, auf die Leistung der Hardware hat das keine Auswirkungen. Zu der Akkulaufzeit komme ich aber gleich noch im Detail, weil das ist ebenfalls richtig spannend. Aber dieses MacBook hört man im Betrieb nicht, denn das Kühlsystem ist so gut gemacht und der M1 Max hat im Vergleich zu einem Intel-Chip eine total geringe Hitzeentwicklung. Der einzige Moment, in dem ich den Lüfter kurz höre, ist beim Export von einem Video, das über 15 Minuten lang ist, aber dann nicht durchgehend, sondern kurz am Ende, nachdem er bereits 10 Minuten flüsterleise gearbeitet hat. Ein älteres MacBook Pro mit Intel-Chip hätte erstens nicht die Leistung, um flüssig schneiden zu können, mit Effekten und allen Anpassungen und erst recht nicht, ohne dabei den Lüfter auf voller Leistung laufen zu haben. Aber mit diesem MacBook Pro ist das Arbeiten einfach ein ganz anderes und es ist viel angenehmer und ich persönlich lieb's.
Wie versprochen geht es jetzt um die Akkulaufzeit. Dieses MacBook hält ewig bei normaler Benutzung im Alltag, wobei hier der M1 Max noch der stromhungrigste von allen Apple-Chips ist. Aber wenn es um aufwendige Programme geht, wie in meinem Fall Final Cut Pro, Lightroom oder Photoshop, dann hält dieses MacBook länger als jeder andere Laptop. Man kann über Stunden hinweg arbeiten, ohne dass man auf eine Steckdose angewiesen ist, und wenn der Akku leer ist, dann sage ich euch, wie es ist, brauche ich als Mensch sowieso eine Pause. An der Stelle Riesenkuss an Apple, dass sie MagSafe zurückgebracht haben. Zum einen ist es total satisfying, einen Stecker magnetisch anzustecken, aber zum anderen lädt das MacBook darüber schneller. Das 16 Zoll MacBook Pro hat ein neues 140 Watt Netzteil und über MagSafe kann das MacBook in 30 Minuten zu 50% aufgeladen werden. Kleines Detail, das MagSafe-Kabel ist stoffummantelt und sollte nicht so schnell kaputt gehen, und es wird trotzdem noch über USB-C mit dem Netzteil verbunden. Im Zweifelsfall braucht man deswegen kein komplett neues Netzteil, nur weil das Kabel kaputt ist. Trotzdem, das Kabel alleine ist teuer genug. Ich mache es kurz. Wenn ihr auch nur ansatzweise mehr als Basic-Aufgaben mit eurem Computer erledigen wollt und viel mit Video, Foto oder auch Audio arbeitet, dann gibt es keinen Mac, der besser geeignet ist für eure Aufgaben als dieses MacBook Pro. Und ich finde es einfach nur heftig, das so zu sagen, dass ein Laptop wirklich der beste Mac ist, den man aktuell kaufen kann. Aber es ist auch Beweis genug, dass ich mein Mac Pro durch dieses MacBook Pro einfach ersetzen konnte, weil er besser für meine Aufgaben geeignet ist, und es zeigt einfach, was für ein Monster Apple hier gebaut hat. Ihr könnt es überall mit hinnehmen, habt eine mega Akkulaufzeit, ein tolles Display und vor allem dank dem M1 Max Prozessor auch wirklich viel Leistung, und das eben selbst unterwegs. Also was will man mehr? Ich habe auf jeden Fall geplant, noch mehr Videos zu diesem MacBook Pro hochzuladen, also eure Fragen schreibt die super gerne in die Kommentare. Abonniert den Kanal, wenn ihr keine Videos von mir verpassen möchtet, und schaut beim nächsten Mal ebenfalls wieder vorbei. Bis dahin, ciao!